Hallo und willkommen zurück zum Biathlon, jetzt beim Massenstart im Oberhof. Mal schauen, wir sind ja letzte Folge Siebter geworden, was eigentlich ein ganz gutes Rennen war. Die Strecke hier scheint relativ lang zu sein. Rekord 9,35 von Hilka Pörhöhler. Ich würde gerne noch zwei Punkte über irgendwelchen Buchstaben kaufen. So, das Training können wir natürlich noch machen. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit setzen. Haben ja auch nochmal eine neue Stufe erreicht. So, den Rest verteilen wir doch mal so. Technik kriegen wir eh nicht in die Kurven, von daher ist es auch egal. Und dann geht es jetzt hier in den Massenstart. Wir haben die Rücken Nummer 1 und starten trotzdem ganz hinten. Und jetzt geht es rein ins nächste Rennen. Das war ein sehr guter Start, auch wenn wir direkt mal wieder nach hinten durchgereicht werden, weil die läuferisch einfach doch deutlich stärker sind. So, Kurve kriegen wir eher so suboptimal. Also da hat sich nichts wirklich getan. Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Also läuferisch sind wir ganz schwach. Das sieht man hier, wie die da wegziehen, obwohl wir an der Grenze sind. Alter Schwede, was ist denn hier los? Sprinten die da alle entlang oder was ist los? Okay, jetzt haben wir ein bisschen aufgeholt. Aber die sind ja schon super schnell unterwegs. Wir laufen wirklich nur hinterher. Ich will jetzt auch keinen Sprint machen oder sowas. Also im Start sind die immer etwas schneller. Jetzt brechen die ein bisschen ein am Berg. Mal, wir kommen hier so durch in der Mitte. Boah, das nervt, wenn die da so rumzuckeln, nebendran. Jetzt müssten wir ein bisschen außen lang. So, sprinten wir mal nicht. Da sind wir jetzt auf Platz 14. Nicht unbedingt optimal, wir sind ein paar Sekunden nebendran. Jetzt sprinten die schon wieder, die Schweine. Aber es kostet doch alles Energie, ihr Säcke. Ah, die wissen, dass es hier bergab geht. Ist ja gemein. Sind wir wieder auf Platz 16 zurückgefallen, weil die da lang gesprintet sind. Das ist schon heftig. Also ich kann hier läuferisch nicht mehr machen. Hat jetzt schon relativ viel Energie verbaselt. Verbaselt vor allem. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort ist. Verbaselt. Wird die ja wegziehen am Berg. Voll gemein. Was soll ich denn machen? Müssen wir die Null schießen, ansonsten haben wir echt überhaupt gar keine Chance. Wir müssen gut schießen. Läuferisch keinerlei Chance. Na da. Boah, wie die wegziehen. Ja, muss ich auch mal einen kleinen Sprint machen, ansonsten haben wir ja gar keine Chance. Boah. Meine Herren. Jetzt schon 16 Sekunden Rückstand. Ist das unfair? Wieso sind die denn so schnell? Das ist ja unglaublich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich kann ja auch nicht alle Kraft raushauen. Wir haben jetzt schon mehr als ein Drittel rausgehauen an unserer Energie, die wir überhaupt haben. Mehr kann ich nicht machen. Ich hoffe mal, die brechen hinten rein noch, hinten raus noch ein. So, jetzt liegen sie alle schon beim Schießen und wir kommen erst. Die ersten wahrscheinlich gleich schon fertig. Alter Schwede, Mann. So, wir sind immer noch 16. Da kommen welche aus der Strafrunde raus. Mal schauen, ob wir irgendwo dran vorbeigehen. Irgendeiner ist dann noch in die Runde rein. Wir sind auf Platz 9. Und der kriegt die Kurve ja wieder nicht. Wie sind wir denn auf Platz 9? Jetzt sogar auf Platz 8. Und auf einmal sind die läuferisch auch gar nicht mehr so toll. Vielleicht verbrauchen die auch zu viel Energie in den ersten Runden. Beim Massenstart, psychologisch, da hängt man sich an den Vordermann dran, obwohl man selber nicht mehr kann. Aber wir sollten auch mal vorsichtiger sein mit unserer Energie, weil wir den Balken jetzt schon fast zur Hälfte aufgebraucht haben. Hängen wir uns mal an den Kerl hier dran, wir machen das synchron.
Oben raus. Ja, es bleibt flach, also können wir ja auch nicht in der Abfahrt gleich was sparen. Okay, jetzt hat er wieder einen kleinen Sprint hingelegt, der Sack. Vor uns. So, wir sind 15 Sekunden hinten dran. Aber der Typ ist jetzt schon wieder weg. Gut, wir hauen jetzt da auch alles rein. Es geht in die Abfahrt. Ja, flieg doch mal einfach an uns vorbei. Ist ja kein Thema. Was haben wir denn für Skier? So, Platz 9. Wie gesagt, wenn wir stehend noch 0 schießen, dann haben wir echt Chancen. Gleich wieder so eine Platzierung wie eben zu machen. Wir sehen drei Leute noch vor uns, die jetzt aber auch wieder wegziehen am Berg. Da werden wir mal wieder schön zur Seite gedrängt von der Spur. So, dranbleiben, Junge. Oh, wir haben aber echt nicht mehr viel Kraft. Wir müssen ja noch eine Schlussrunde laufen. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Der zieht an uns vorbei. Ich denke mal, der wird jetzt hier an uns vorbeiziehen mit einem Sprint oder sowas. Noch nicht mal. Okay, jetzt geht es ja gleich bergab. Das ist hier wieder ein bisschen. Oh, der hat es jetzt vermasselt. So, mal schauen, wie groß ist der Rückstand jetzt? Sind rund 20 Sekunden. Wir fahren natürlich wieder in den Tiefschnee raus. Und jetzt geht es zum zweiten Schießen. Wir sehen immer noch drei Jungs vor uns. Auf Platz 9 sind wir. Oder war das ein Überrundeter, der da gerade an uns, an dem wir vorbeigefahren sind? Ich glaube, wir haben nämlich gar keine Position gut gemacht. Ich dachte, wir wären jetzt Achter wieder. Eieiei, die Energie könnte echt eng werden für die Schlussrunde. So, Stehenschießen war jetzt eigentlich eine gute Sache von uns. So, da stehen sie auch schon. Wenigstens sehen wir sie noch. Jetzt heißt es wieder Null schießen. Zack. Und ab geht die Post, Junge. Lauf. Null Fehler. War vor allem auch schnell. Jawohl, da sind noch einige in der Runde. Der darf jetzt raus. Mal schauen. Ah, Platz 7 hat es gereicht. Komm, da gehen wir jetzt noch vorbei. Mal schauen, ob wir den auf der Schlussrunde schlagen können. Will eher nicht, wenn wir so weiter außen rumfahren. Aber 6. Platz. Gar nicht schlecht. Null Fehler geschossen. Keine Strafrunde für uns. Wir sehen die Spitze dort vorne. Wir sehen die Spitze. Wenn das mal nicht ein Traum ist. Und vielleicht sind ja einige von dem platt. Wer weiß. Vielleicht können wir da nochmal ranfahren. Es sieht eigentlich ganz gut aus, wie wir hier ranfliegen. Aber die werden wahrscheinlich am Berg wieder stärker sein. Das war bislang ja immer so. Aber es läuft ganz gut. Bin ich auch ein bisschen drin. Und vor allem, es bleibt spannend. 6. Platz. Klingt jetzt nicht nach viel. Aber wenn wir das ins Ziel retten, bin ich sehr zufrieden. Könnten theoretisch jetzt sprinten, das heben wir uns aber fürs Finale auf. Wir sind. Oh, da kommt der Depp. Nein, geh weg, du Arsch. Egal, an dir sprinten wir noch vorbei. Wenn wir jetzt hier nicht festbleiben. Ah, stimmt, wir hätten ja hier. Mehr, nehmen wir aber selber mehr Schwung mit. Oh, 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 die hier vorne sind aber überrundet, oder? Nee, Quatsch. Ha, auf Platz 4. Keine Ahnung, die haben entweder keine Energie mehr oder die haben sich da technisch verhauen. Okay, wir haben hier echt Chancen. Und wir können noch sprinten. Wir sind hier mittendrin im Rennen. Auf, komm schon, Junge, hau rein. Ich sage nicht immer komm schon sagen. Lass den nicht vorbei in. Hulk, hak dich davor. Wir sind jetzt ein unfairer Sportsmann. Scheiße, wieder auf Platz 6. Aber wir können nicht schneller. Scheiße, kraftniedrig. Nein, nicht kraftniedrig. Bleib hoch. Fuck. Doch, hier gibt es auch gleich nochmal eine Abfahrt. Nein. Ach, das habe ich jetzt vermasselt. Da waren wir echt dran an der Spitze. 24 Sekunden. Ach, wie ärgerlich. Da waren wir echt dran. Und wir haben keine Energie mehr. Oh Mann. Hoffentlich werden wir jetzt nicht noch durchgereicht nach hinten.
Ah, da vorne ist das Ziel. Das muss jetzt eigentlich reichen. Da kommt doch keiner mehr, oder? Ja, da ist es kurz ausgefallen. Sorry. Da war kurz die Aufnahme weg. Scheiße. Aber wir sind Siebter geworden wieder. 9,32. Natürlich nicht optimal hinten raus. Immer noch ein bisschen üben. Schade. Verdammt. Da ist beim Sprint eben ganz kurz die Aufnahme weg gewesen. Da muss ich mir gleich mal anschauen, wie das dann im Bild aussieht. Das war nicht so geil. Aber im Massenstart wieder Siebter. Das gibt wieder Punkte. Wir sind fast wieder an der nächsten Stufe. 1070 haben wir. Fehlt uns noch ein bisschen was. Gewonnene Ligapunkte 32. Mal schauen, wo wir damit inzwischen liegen. Auf Platz 12 haben wir uns einen vorgearbeitet. Große Sprünge werden wir da auch nicht machen. Schade, dass das jetzt eben so ein bisschen ärgerlich vor allem. So, jetzt geht's zum nächsten Massenstart nach Kontiolahti. Sieht mir nach einer schönen geraden Runde aus. Da können wir, glaube ich, ganz gut mit unserer Technik auskommen. Wir sollten mal vielleicht noch ein bisschen mehr Ausdauer machen. Ausdauer und Kraft vielleicht auch nicht verkehrt. Und den Rest geben wir auf die Technik. Wird noch ein bisschen dauern, bis wir da alles geschafft haben. Aber wir sind jetzt hier bei Nacht in Kontiolahti. Oh, war ein bisschen verpennt. So, läuferig, wie gesagt, müssen wir unsere Kräfte etwas besser einteilen. Ich laufe mal hier innen rum. Ja, hampeln sie jetzt alle wieder rum. Wenn man die Hocke, keiner geht sonst in die Hocke. Doch, jetzt. Da sind wir 12. momentan. Das ist wieder so eine Strecke, wo man bestimmt aneckt. So, momentan liegen wir eigentlich noch ganz gut. Abstand nach vorne ist 3 Sekunden. Kontiolahti sieht ganz schön aus hier, quasi mitten in so einer kleinen Stadt. Jetzt ziehen sie wieder an uns vorbei, die Schweine. So, müssen wir dranbleiben. Platz 12 sind wir momentan. Wenn wir wieder eine 0 schießen, ist die Top 10 wieder drin. Platzierung so in den Top 8 ist immer das Ziel oder muss immer das Ziel sein. So, gehen wir in die Hocke, in die Stefan-Hocke wieder mal und machen das eigentlich ganz gut. Gehen etwas früher wieder raus, ziehen auch vorbei an einigen, sind auf Platz 11. Machen jetzt mal einen kleinen Zwischensprint. Sind immer noch nur 4 Sekunden hinten dran. Verbessern uns jetzt auch auf Platz 9. Jetzt geht es hier in den nächsten Hügel hoch. Boah, da haben einige einen Sprint reingelegt. Aber hallo. So, dann können wir gleich hier wahrscheinlich nochmal in die Hocke gehen, auch wenn wir da gegen eine unsichtbare Wand gefahren sind. Auf Platz 11 momentan. Jetzt müsste es auch bald mal zum ersten Schießen gehen. Sind wir hier so mittendrin statt nur dabei und da ist auch schon der Schießstand. Und jetzt kommt das Liegenschießen. Mal schauen. Boah, da hat es jetzt aber richtig reingehauen nach dem Schuss. Der war knapp, okay. Die Atmung ist nicht mehr so geil. Komm schon. Oh nein, der war doch drin. Fuck it. Wo sind die anderen eigentlich? Sind alle schon weg? Wie schnell schießen die denn? Alter Schwede. Okay, die sind auch vor uns hierher gelaufen. Logischerweise. Wir sind hier mittendrin. Einmal Strafrunde. Mist, verdammter. Aber wir sind läuferisch halt nicht auf der Höhe. Da gehen aber einige trotzdem nochmal in die Runde. Wir sind sogar auf Platz 9. Also gar nicht mal so schlecht, wenn der Idiot uns jetzt da nicht gerade abgebremst hätte. Verdammt, hätten wir da mal die 0 geschossen. Mist. Na gut, aber Liegenschießen kommt noch. Da sind wir eigentlich ziemlich gut. Inzwischen natürlich mit der Spezialfähigkeit können wir das ganz gut machen. Hier verlieren wir Zeit, 18 Sekunden, aber wir sind eigentlich da, wo wir sein wollen, auf Platz 8. Jetzt sind wir auf Platz 9 zurückgefallen, weil die hier einen kleinen Zwischensprint machen. Da wollten wir wieder mithalten.
Platz 10. Hinten ging es aber, glaube ich, wieder bergab. Deswegen können wir da wieder Kraft niedrig machen. So, können wir uns hier wieder regenerieren. Kommen wir sogar ein Stück näher ran. So, von der Kraft her sind wir eigentlich noch ganz gut dabei. Gehen hier auch jetzt an den anderen wieder vorbei. Die haben immer so Schwächephasen, beziehungsweise wo sie sich selber ausruhen. Das ist ganz merkwürdig. Und an anderen Stellen ziehen sie wieder an einem vorbei. So, wir haben 20 Sekunden Rückstand. Sind auf Platz 7, dort wo wir sein wollen. Und gehen jetzt hier in den nächsten Berg rein. Können hier natürlich auch wieder ein bisschen in den roten Bereich gehen, weil es hier hinten bergab geht. Dann können wir wieder ausrollen. So, Kraft niedrig drauf geschissen. Dann geht es gleich zum nächsten Schießstand. Stehen schießen mit Spezialfähigkeit und die Top 8 ist unser Ziel. Ich glaube, wir sehen da vorne natürlich den 6. Müssen wir schauen, ob wir dort vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne kommen können. Aber die anderen sind auch gerade schon am Schießstand. Das wird ganz, ganz schwierig. War doch super. Komm, da waren wir super dabei. Daneben uns. So, mal schauen. Wer muss noch in die Strafrunde? Da laufen noch welche in der Strafrunde. Boah, die müssen alle in die Strafrunde. Wir sind Dritter. Wir sind auf Platz 3. Sauber. Sehr schön. Das ging ja richtig gut. So, wir gehen hier kurz in die Hocke. Das haben die anderen auch manchmal gemacht. Können auch noch sprinten zum Schluss. Und jetzt müssen wir eine gute Schlussrunde machen. Damit die anderen nicht noch an uns vorbeiziehen. Ich würde hier vorne vielleicht... Ah, nee. Oder doch. Ich würde jetzt hier gerade mal sprinten. Das haben die anderen auch immer gemacht. Okay, Kraft niedrig. Dann gehen wir ein bisschen runter. So, auf Junge. Komm schon. Fighten. Halten auf Podiumsplatz, wir kommen. Und jetzt können wir uns ausruhen. 11 Sekunden Rückstand, Ausdauer ist jetzt niedrig, aber das schaffen wir bis ins Ziel. Auf, komm schon, Podiumsplatzierung. Ich sehe gerade nichts. Warum sehe ich nichts? Okay, da sind wir sogar ganz gut rumgekommen. Auf, zieh, zieh. Nein, geh weg, du Arsch. Geh weg, du Sack, ey. Nein, im letzten Moment. Nein, 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 nein. Nein, im letzten Moment. Da war ich zu viel mit der Energie unten. Ich hätte noch sprinten sollen. Verdammt, 4. Platz. Aber es war richtig gut. Das war doch richtig gut. Ein Fehler haben wir geschossen. Diese eine Strafrunde hat es uns gekostet. Ansonsten hätten wir sogar ganz vorne reinlaufen können. Verdammt. Aber das macht doch jetzt richtig Spaß. Da haben wir eine halbe Minute die Bestzeit quasi hier auch verbessert. Wir sehen... Ach ne, wir kriegen noch gar nicht die nächste Stufe. Haben nur 100 Punkte bekommen. Ist ja ein Skandal. So, Platz 4 bedeutet, dass wir immer noch 12. sind. Also die ganze Euphorie wieder verpufft, wie ihr hier seht. Und damit würde ich sagen, wieder mal ein Dankeschön für diese Folge. Auch wenn sie jetzt ein bisschen blöd war, weil das letzte Rennen ein bisschen verhackstückt war. Aber mal schauen. Vielleicht können wir ja tatsächlich auch demnächst mal um Siege mitkämpfen. Wir sehen hier Kontiolahti, die wunderschön, die Fototapete im Hintergrund. War, denke ich mal, es wird immer besser. Man kann den Fortschritt sehen. Gerade beim Schießen läuft es sehr gut. Das Stehenschießen war richtig gut. Da haben wir eigentlich kaum absetzen müssen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht es nach Oslo, Norwegen. Da waren, glaube ich, ja gut, ich denke mal nicht, dass das die olympische Strecke ist. Mal schauen. Und dann machen wir gerade hier nochmal das Training und gehen dann direkt ins nächste Rennen rein. Also in der nächsten Folge dann das nächste, direkt ins nächste Rennen. So, das ist der Sprint der Männer. Da können wir uns also quasi ganz auf uns selbst konzentrieren, was vielleicht auch mal ganz gut ist. Machen wir alles so ein bisschen ausgeglichen. Und wie gesagt, dann sehen wir uns jetzt gleich im Rennen wieder. Bis dann.